Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um die Walt Disney Pictures Realverfilmungen. Warum mache ich dieses Video jetzt und nicht früher? Weil jetzt nächste Woche ein Film rauskommen wird, der meine Jugend geprägt hat wie kein anderer, und zwar Der König der Löwen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mal als Anlass, um über diese Realverfilmungen zu sprechen. Und dann gehen wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit, eine gewisse Historie. Denn diese Realverfilmungen, das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Namentlich 1994 hat Stephen Sommers, ein Director, den man wahrscheinlich kennt von Die Mumie und Die Mumie kehrt zurück. Imhotep, Imhotep. Der hat 1994 einen Film gemacht, der hieß The Jungle Book. Da hat das angefangen. Also diese Idee, einen Zeichentrickfilm umzuwandeln in eine Realverfilmung. Also mit echten Schauspielern, dass man rumgeht. Und der Film war ja eigentlich auch nicht bescheuert. Ich glaube, es war sogar Sam Neill dabei. Und dann wirst du angegriffen, aber nicht von vorn, sondern von den Seiten. Von den anderen beiden Raptoren, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Und nach Jungle Book von Stephen Sommers gab es 101 Dalmatiner mit Glenn Close in der Hauptrolle. Die war auch auf dem Poster und die war auch, ist auch auf der VHS hier. Der Film hat auch funktioniert und er hat auch viel Geld an den Kinokassen eingespielt. Das ist jetzt halt die Frage, was macht man damit? Was hat Walt Disney damit gemacht? 102 Dalmatiner. Da gab es diesen einen Hund, der heißt Nullpunkt, weil er im Endeffekt ein Dalmatiner ist, der keine Punkte mehr hat. Und das war alles ganz, ganz schön grässlich. Gut, im November 2000 hatten wir 102 Dalmatiner. Dann haben sie sich in der Tat eine Dekade Zeit gelassen, um den nächsten Realfilm zu produzieren. Und das war dann Alice in Wonderland. Gefilmt von Tim Burton mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter. Und der Film hat Shitzillion Dollars eingespielt. Aus dem Grund haben sie gesagt, das kann funktionieren. Dann kam 2014 Maleficent mit Angelina Jolie und das war dann ein Tweak, also eine kleine Veränderung auf diese Idee von Sleeping Beauty. Und das hat das Franchise im Endeffekt geprägt. Jetzt müssen wir es düster machen. Wir können nicht noch einmal den gleichen Film machen. Nein, wir müssen etwas verändern und wir müssen es düsterer machen. Aber das ist ihnen beim nächsten Film eigentlich komplett abhanden gekommen. Davor haben sie gesagt, wir müssen es düsterer machen, aber da kam Cinderella von Kenneth Branagh. Ein unfassbar guter Schauspieler, ein unfassbar guter Director. Also als Schauspieler kennen die meisten von uns, kennen wir ihn als Professor Gilderoy Lockhart in Die Kammer des Schreckens. Also Kenneth Branagh hat auf jeden Fall einen guten Film gemacht, auch wenn der jetzt auf heutigen Standards nicht mehr mithalten kann. Wenn es geht um Gender Equality und so weiter, da haben sich ein paar Leute aufgeregt. Aber hey, der Film war aus fucking 2015. Aber danach kommen wir zu diesem Behemoth, der im Endeffekt die Straße platt gemacht hat für all das, was wir heute sehen. Und das war The Jungle Book von John Favreau. John Favreau hat davor die Iron Man Filme gemacht. Und er ist auch der Typ, der The Lion King jetzt gemacht hat. Jungle Book, ich habe mir jetzt nochmal angesehen, macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Der macht echt Laune auf mehr. Frage ist jedoch, brauchen wir ein Remake? Ich hatte den Originalfilm nicht mehr so im Kopf und aus dem Grund hat das Ding funktioniert. Weil ich mir dachte, okay, gut, ich schaue jetzt einfach nur einen Film und ich investiere mich in die Figuren, die da so rumhopsen, also Mowgli, Baloo, Bagheera und whatever not. Das war der erste Sargnagel für diese Realverfilmungen. Mal abgesehen davon, dass der Film unfassbar gut aussieht. Aber wir haben gemerkt, dass eine gewisse cineastische Redundanz einsteigt. Man merkt, es ist halt einfach nur der gleiche Film. Aber sie haben da in der Formel etwas rumgespielt. Ja, und dann kam Beauty and the Beast mit Emma Watson in der Hauptrolle.
Das war ein Film, der mich konfliktär zurückgelassen hatte. Ich habe den einmal angeschaut, ich war nicht im Kino und ich fand den ganz, ganz, ganz furchtbar grauenvoll, weil ich mir den irgendwie auf Amazon Prime angeschaut habe und ich habe gesagt, die Songs funktionieren nicht, die Rollen funktionieren nicht, Emma Watson und Kevin Kline und natürlich ist auch Ian McKellen dabei und Ewan McGregor und die spielen alle sehr schön. Aber da ist mir das aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht mehr sehen müsste, weil ich das schon einmal gesehen habe. Und dann beginnt eigentlich diese Talfahrt, weil danach kam Christopher Robin. Und ich glaube, keine Sau hat den Film gesehen. Der Film hat mega große Einbußen gehabt am Boxoffice. Ich meine, schön, wir haben Ewan McGregor, aber es ist halt Winnie the Pooh. Und Winnie the Pooh sollte man jetzt eigentlich nicht als Realverfilmung portieren. It defeats the purpose. Das war nicht die Idee hinter Winnie the Pooh. Ein paar Dinge, die sollte man einfach nicht portieren. Und das haben sie gemerkt. Und haben sie gesagt, so, hey, was für eine Property können wir denn jetzt melken? Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie Dumbo ins Kino gebracht. Und den Film habe ich mir nicht angeschaut, weil ich jetzt mittlerweile eine Maxime trage. Ich möchte mir diese Remakes nicht anschauen. Und Dumbo hat ein paar Leute tangiert. Ein paar Leute haben gar nicht mehr gewusst, dass es Walt Disneys Dumbo gibt. Aber gut, danach kam Aladdin! Aladdin. Was haben sie denn da geändert? Ja, halt nur, dass der Genie am Schluss zu einem Mann wird, damit er diese eine Frau heiraten kann. Aber ansonsten haben sie nicht viel geändert an der eigentlichen Formel, weil sie dieses Shot-für-Shot-Remake haben wollten. Und naja, es hat funktioniert. Es gab viel Geld dafür. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, über das ich eigentlich sprechen wollte. Der König der Löwen. The Lion King. Der König der Löwen ist einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Und ein Film, der meine Kindheit geprägt hat wie kein anderer Film. 1994 kam er raus, ich habe 1996 gesehen und der Film hat mir so viel mitgegeben für mein weiteres Leben, dass ich das jetzt gar nicht mal in Worte fassen kann. Es ist ein Film, der zeitlos ist und aus diesem Grund war das auch die Idee, dass ich mir gesagt habe, das kann man nicht als Realverfilmung machen, weil es ist Hamlet mit Löwen und wir brauchen die Emotionen in den Gesichtern von den Tieren. Und aus dem Grund ist der Originalfilm auch Zeichentrick, weil sie hätten das auch einfach anders aufziehen können, aber es ist Hamlet mit Löwen. Und aus dem Grund bringt das nichts, einen neuen Film aufzutischen, wo die Löwen aussehen wie Löwen und der eine Vogel aussieht wie ein Vogel und die Hyänen aussehen wie Hyänen. Man kann das super fotorealistisch machen, aber es wird nicht so den Impact haben, also nicht den gleichen Effekt wie das, was wir damals hatten. Und jetzt schauen wir mal, was sie für die Zukunft geplant haben. Dann schauen wir mal, welche neuen Walt Disney Filme als Realverfilmungen ins Kino kommen werden in der Zukunft. Und holt euch eine Kuscheldecke oder einen süßen Teddy, denn es wird nicht schön. Maleficent 2 im Oktober 2019. Danach kommt im November 2019. Der Film ist anscheinend komplett unter dem Radar verschwunden. Im März 2020 bekommen wir Mulan. Ob sie sich jetzt auf die Originalsage aus dem 5. Jahrhundert beziehen, also Juan Mulan, oder auf den Film von 1996, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also der Trailer, der war jetzt noch nicht so viel sagen, whatever. Dann bekommen wir im Dezember 2020 Cruella, aufbauend auf 101 Dalmatiner. Und noch ein paar andere Filme, die noch kein Release-Datum haben, allerdings in Produktion sind. The Sword in the Stone. Da geht es um Merlin und der Zauberer und so weiter. Dann kommt Ariel, die Meerjungfrau. Das bezieht sich natürlich auf Ariel, die Meerjungfrau von 1989. Danach kommt der Glöckner von Notre Dame. Dann kommt Lilo und Stitch.
bezieht sich auf den Film Lilo und Stitch von 2002. Dann kommt eine Fortsetzung vom Jungle Book, allerdings eine Fortsetzung vom Jungle Book von 2016. Dann kommt Pinocchio. Brauchen wir auch, um den Ganzen ein Kronjuwel aufzusetzen. Snow White and the Seven Dwarfs. Ich bin mit Walt Disney aufgewachsen. Er hat einen Großteil meiner Kindheit geprägt. Wir haben diese Originalfilme nicht nur aus dem Grund, dass man sie remaken muss, um eine neue Generation irgendwie an diese Filme ranzubringen. Das ist kompletter Nonsens. Wir können eine neue Generation an diese Filme ranbringen, indem man ihnen die Originalfilme zeigt. Aber die Zeit geht weiter, TikTok on the clock, und aus dem Grund funktioniert Zeichentrick nicht mehr, weil die ja auch auf dem Kinderkanal oder whatever, Nickelodeon, bekommen sie ja eigentlich nur noch Animationssachen zu sehen, es sei denn, es läuft mal SpongeBob, und das müssen die dann tradieren auf die große Leinwand. Und es ist auch wirklich clever von Walt Disney, dass sie diese Filme einbauen, jetzt, genau jetzt, weil sie wissen, dass die Eltern diese Filme, also die Leute, die jetzt Eltern geworden sind, diese Filme lieben, und dann schleppen sie ihren Stöpsel oder ihre Stöpselin ins Kino und sagen, das habe ich damals gesehen, das war total toll und jetzt wirst du das sehen. Das ist eine sehr sinistere und furchtbare Art und Weise, Filme zu produzieren, aber wer bin ich? Who am I to judge the genius? Es ist Walt Disney. Wenn etwas kein Geld macht, dann ist es Scheiße. Aus dem Grund machen die alles, was Geld macht. Mein Wort für euch, und das fühlt sich jetzt auch ein bisschen redundant an, aber wenn ihr etwas anschaut im Kino, schaut es, aber seht es.